Alter! Was geht mit dir? Alles klar, zu spät. Was haben wir denn da noch? Ja, auf meine Angriffe zu dodgen. Ja, na toll. Ich hoffe, wir müssen nicht beide Phasen wieder nochmal machen. Nein, zum Glück nicht. Ist okay. Ja, verdammt. Danke. Danke. Ja, nee, alles klar. Gute rechts, links, links, rechts Kombi. Boom, boom. Wir können weitermachen. Alles klar. Mach weiter. Ja, ist gut. Yes. Alter, ist gut. Autsch. Autsch. Na ja, ging's. Eine super verstärkte Rüstung. Ja. Kriege ich die jetzt? Was? Warum? Wirkt sich nicht auf deinen Fortschritt aus? Ach, wir versuchen es mal. Was kann denn schon großartig schief gehen? Ha!
Nicht festkleben bleiben, danke. Gut, dann kann ich da. Alter! Komm schon, komm. Oh, aufs Maul. Hier liegt Munition. Ich habe eine Nahkampfwaffe. Ich brauche keine Munition. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Sie wird verzehrt, egal was mit mir passiert. Ja, ist okay. Das hätte ich mal einfach anmachen sollen. Portal bereit. Sie sollten hier verschwinden. Was denn? Ich hab's doch gerade bekommen. Warum werf ich's weg? Mal sehen, was ich jetzt noch bekämpfen darf. Keycode erhalten. Oder so ähnlich. Die Kameka hat unsere Systeme überladen. Vega hat keine Kontrolle über... Hättest du unsere Auslese zugelassen, wäre die Menschheit, für die du kämpfst, noch am Leben. Jetzt werde ich das Icon of Sin zurückholen. Es wird die Erde verschlingen und deine Heimatwelt verwüsten. Das Leben auf deinem Planeten wird auf ewig ausgelöscht. Und dies wird eine weitere Welt sein, der du den Untergang gebracht hast. Diese Bastion wird nun als dein Gefängnis dienen. Ohne Macht kannst du unserer Mission nicht mehr schaden. Und wir können unser großartiges Werk vollenden. Hier ist eindeutig gerade zu viel los hier. Ich hab das schon vorher gemocht, diese Abgeschiedenheit. Diese Ruhe. Jetzt sind die Nachbarn zu Besuch gekommen. Stirb einfach mal da. Stirb. Versorge dein Schiff mit Energie. Ah, es ist also noch was Energie da, wenn da die Tür noch aufgehen. Sie wusste nicht, dass du den Schmelztiegel besitzt. Letztendlich wird die Energiequelle, die die Erde in Gefahr brachte, dir dabei helfen, sie zu retten. Die Mission auf Sentinel Prime war ein Erfolg. Dämonische Verzehrung der Erde wurde aufgehalten. Gegen einen Titan hilft nur die Schmelztiegelklinge eines Slayers. Begib dich zur Wächterstadt Taras Nabat, um deinen Schmelztiegel rechtzeitig zu werden. Nur damit kann der Titan gestoppt werden. Portal ausgerichtet auf Taras Nabat. Was kommt denn da noch? Hier ist das Widerstandsnetzwerk. Wir senden live aus der arktischen Sicherheitszone. Der Slayer wurde auf Phobos gesichtet.
Augenzeugen berichten, dass er in einem Kommandozentrum gesehen wurde, von wo aus er sich durch die sterblich Gehandicapten auf das Deck der BFG 10.000 kämpfte. Dies kann nicht bestätigt werden, aber viele glauben, dass der Slayer selbst den Mars zerstört hat bei dem Versuch, die Gehandicapten von einem weiteren Vorantreiben ihrer Position auf der Erde abzuhalten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Dies ist eine Sendung des ARK. Ja. Puh. Das da unten sieht schon mal ein bisschen freundlicher und einladender aus. Abgesehen von diesem großen Kreis da in der Mitte. Ja, jetzt wird es also richtig gemein. Oh. Wie lange dauert das denn noch? Ich werde nie wieder einen Spielewunsch von dir annehmen. Außer vielleicht 2 oder 3. Oder ein paar mehr. Dein Schmelztiegel steckt immer noch im Titan, der diese Wächterstadt angriff. Das war dein erster Kampf gegen die Dämonen dieser Welt. Hier begann die Legende des Slayers. Erinnert mich ein bisschen was an Shadows of Mordor. Nur die Waffen sind etwas moderner. Komm doch, es macht doch Spaß. Es ist stressig. Ich bin nicht für sowas ausgelegt. Ich meine, ja, die Story an sich sehr geil. Aber diese Massenschlachten, das ist nicht meins. Aber schöne Bilder haben sie es. Ja, das ist es. Die Stadt Tarasnabad war das Juwel von Argent Nur. Jahrhundertelang bildete sie das spirituelle Herzstück der Argent-Gesellschaft und war Heimat der königlichen Familie und des politischen Machtzentrums gleichermaßen. Keine Kosten und Mühen wurden beim Bau der Stadt gescheut, die bald jeder Straße mit Säulengängen und herrschaftlichen Denkmälern von Göttern und Königen glänzte. Die Argent-Landbevölkerung pilgerte in Scharen zu den Melkre-Tempeln. Die Stadt war Schauplatz eines erbitterlichen dämonischen Invasionsversuchen, obwohl der Angriff abgewehrt werden konnte, veränderte er die Agenda-Gesellschaft doch für immer. Jetzt nicht seine Rüstung verloren. So, jetzt aber. Ist das? Alles klar. Alles klar. Den Typen habe ich jetzt eigentlich so gar keinen Bock. Genau deswegen. Thank you.
fucking Hund. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie man den eigentlich schlagen sollte. Und so wird's nichts. Eher spare ich jetzt einfach noch ein drittes auf diesen Schwierigkeitsgrad sterben und dann stelle ich zu diesem Fall rüber. Na komm! Ja, wenn man beim Dashen hin war. Fucking Hund! Ich vermute mal, der kann ähnlich viel aushalten, wie er auch sonst aushält, irgendwo als Bossgegner aufgetreten ist. Komm, lass dein Schild fallen und lass mich dich töten. Hallo AJ, welcome to kurz vor Rage Quitting. Och, leck mich. Fickender Hund. So, jetzt müssen wir ihn irgendwie töten, weil ich habe sonst keine Munition mehr. Ja, ich weiß, kurz bevor seine Augen grün leuchten oder so ein Scheiß, aber dafür muss ich ja auch mal sehen, wann seine Augen grün leuchten. War wieder nichts. Nein, aber für Doom ist es genauso gut. Nein, das ist definitiv nicht Animal Crossing. Ein Teil nochmal. So. Vor allem, der macht sein Schild so schnell. Das war jetzt eigentlich nur Leben, was ich verloren habe. Ich habe nur Chancen, während er gerade selber sowieso angreift. Oder halt, wie gesagt, wenn seine Augen grün leuchten, was dann nie ist. Ehrlicherweise bei dem Gegner hätte ich gerne die Lebensanzeigen, damit ich weiß,
wie weit ich... Oh, fuck, Hund! Wie weit ich rangekommen bin. Oh ja, oh ja. Ja, der ist echt übel. Das sagt's. Ich meine, wenn ich ihn jetzt wenigstens auf halbe Geschwindigkeit oder sowas stellen könnte, dann hätte ich ja noch eine Chance, aber... Komm, bumm. Was? Alter! Die erhabene Stadt Tarasnabad. Ort des ersten bekannten Dämonenangriffs in Argent Denur. Glaubt man der Korax-Tafel, wäre diese Stadt ohne das Eingreifen des Slayers verloren gewesen. Es ist nicht so richtig entspannt, was ballern. Der Gegner, die Mädels, die ich als Teenie auf dem Schulhof immer angesprochen habe. Keine Chance. Ja. Oh. So. Stellen wir es wieder auf den Schwierigkeitsgrad, den wir sonst normalerweise machen. Auf Pipi-Kram statt auf. Aua, ich will nicht mehr. Vor allem das Weglaufen. Ja. Habe ich noch? Ja, da habe ich noch ein bisschen Munition. Ja, ich hätte auch BFG-Munition raushauen können, theoretisch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der nicht vielleicht auch einfach blockt. Hätte ich ihm zugetraut. War schön hier. Was soll ich hier? Aber AJ? So einen geilen Soundtrack wie von Bloomfest bisher. Ach, ja, nix, klar, ist klar, ist klar. Zum Glück war es doch Plasma-Munition, die wir da hatten. Oh. Eigentlich wäre ich jetzt bereit für den Break. Aber... dafür müsste ich erst mal wissen, ob er speichert. Ja gut. Die nächsten muss ich erst mal zersägen. Jack Black hat einen Gaming-Kanal und das hat mit seinem Sohn gespielt. Er kam damit null klar. Sieht schon geil aus. Aquile, echt jetzt? Das ist ein super schwerer Dämon, der stärkere Dämonen beschwören kann. Füge ihm genügend Schaden zu, bevor die Beschwörung abschließen kann. Echt jetzt? Ein super schwerer Dämon, alles klar.
Ich brauche erst Munition. Ach, und ein Höhlentotem. Alles klar, alles klar, alles klar. Wo ist dieser? Och, leck mich. Lass mich hier raus und leck mich. Komm, du stirbst. Ah ja, das ist... Ja, nee, Alter, vergiss es, vergiss es. So. Wie ich gerade schon sagte, kurz vor Rage Quit. So. Webcam, magst du? Na, magst du? Magst du? Webcam? Ah, jetzt. Hi. Nee, vergiss es. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Nicht nach dem einen Typen. Da kommt der nächste richtig größere. Ja, es wird gemein. Ist klar. Ich will das Spiel durchspielen. Ich will es nicht. Ich will nicht frusten. Das tue ich gerade. Das ist kein Schlagzeug. Der Hintergrundmusik, das ist Puls von Satt. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mein Puls macht, weil mein Pulsmesser liegt seit längerem hier und hat das Problem, dass das schon das dritte Armband ist. Ich habe auch keinen Bock mehr da drauf.